findet der FC Bayern München in die Erfolgsspur zurück. Zum Topspiel des 7. Spieltags in der Bundesliga empfängt der deutsche Rekordmeister Borussia Mönchengladbach. Das Duell der Traditionsmannschaften steigt am 6. Oktober um 18.30 Uhr. Seit nun schon 3 Spielen wartet der FCB auf einen Sieg. Zuletzt gab es in der Champions League ein glückliches Unentschieden gegen Ajax Amsterdam. Trainer Niko Kovac muss die erste Krise bei den Bayern in dieser Saison schnell in den Griff bekommen. Denn Präsident Uli Hoeneß hat schon leise Kritik am Coach geübt. Mit Gladbach kommt heute eine Mannschaft, die gut in die Saison gekommen ist. Zuletzt verschenkte man jedoch einen Dreier gegen Wolfsburg, obwohl man zweimal in Führung lag. In jedem Fall dürfen wir ein spannendes Duell erwarten. Schießt sich Bayern aus der Krise? Auf dieser Seite findet ihr alle Informationen zur Partie und erfahrt, wo ihr das Spiel des FC Bayern gegen Gladbach live im TV und im Livestream anschauen könnt. FC Bayern vs. Gladbach, das Duell im Überblick. FC Bayern München vs. Gladbach heute live im TV. Die Partie Bayern gegen Gladbach wird es nicht im Free TV zu sehen geben. Wie auch schon in der vergangenen Saison hält Eurosport die Rechte an den Freitags- und Montagsspielen und ausgewählten Sonntagsspielen, Sky an den restlichen Begegnungen. Das Traditionsduell gibt es im TV also nur für Sky-Kunden. Ein Abo beim Pay-TV-Sender, mit dem man die Bundesliga sehen kann, kostet 19,99 € monatlich für die ersten 12 Monate. Danach müsst ihr dann 39,99 € bezahlen. Wer wirklich nur die Partie des deutschen Rekordmeisters gegen die Fohlen Elf sehen will, kann noch auf das Sky-Ticket ausweichen. Das kostet 9,99 €, schauen könnt ihr damit bis Ende November Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Andere Alternativen gibt es hier leider nicht, vielleicht hilft euch aber ein Livestream weiter. Welche Livestreams es gibt, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt. FC Bayern gegen Gladbach, heute im Livestream. Auch beim Thema Livestream ist das Sky der Ansprechpartner. Nur der Pay-TV-Sender darf einen solchen anbieten und nutzt dieses Recht auch. Für alle, die bereits ein Sky-Abo haben, ist das eine gute Nachricht. Sie können über Sky Go überall auf den Livestream zugreifen. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein mobiles Endgerät, das Zugang zum Internet hat. Eine stabile WLAN-Verbindung ist hier ratsam, sonst muss der Livestream immer wieder zwischenladen. Für diejenigen, die keine Sky-Kunden sind, gilt dasselbe wie beim Thema Bayern gegen Gladbach heute live im TV. Über ein Abo oder ein Sky-Ticket seid ihr bei Sky Go und damit bei der Partie dabei. FC Bayern München vs. Gladbach, die Highlights auf das Sky. Da das Angebot im TV und Livestream sich auf Sky begrenzt, werden viele ein Interesse daran haben, schnell die Highlights der Partie zu sehen. Hier ist man bei DAZN genau richtig, der Streamingdienst liefert diese bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Ein Abo bei DAZN kostet 9,99 € und ist jederzeit kündbar. Zunächst könnt ihr das Portal über einen kostenlosen Probemonat testen, hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Bezahlen kann man das Abo auf ganz viele verschiedene Arten. Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-Livestreams von der ZN. FC Bayern München gegen Gladbach, die Aufstellungen. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, findet ihr diese hier. Bayern München gegen Gladbach heute live im TKR. Habt leider keine Möglichkeit, die Partie zwischen Bayern und Gladbach live zu verfolgen und wollt nicht auf die Highlights warten. Da gibt es eine Lösung, den Live-Ticker von Goal. Hier werdet ihr bereits vor dem Spiel mit Wissenswertem versorgt. Während der Partie hält euch dann der TKR über alles auf dem Laufenden. So könnt ihr doch noch live beim Traditionsduell mitfiebern.
FC Bayern München gegen Gladbach. Die Opta-Fakten zur Partie: Bayern München gewann nur 3 der letzten 8 Bundesligaspiele gegen Mönchengladbach, 2 Remis, 3 Siege für die Fohlen. Und gegen kein Team gab es für den FCB in der Bundesliga so viele Gegentore wie gegen die Borussia 124. Die Gladbacher gewannen nur 3 ihrer 50 BL-Gastspiele beim FC Bayern, 11 Remis, 36 Bayern-Heimsiege, verloren aber auch nur 3 ihrer letzten 7 BL-Auswärtsspiele beim FCB, 2 Remis, 2 Auswärtssiege für die Borussia. Nachdem der neue Trainer Niko Kovac seine ersten 7 Pflichtspiele mit dem FC Bayern München alle gewann, gab es aus den letzten 3 Partien keinen Sieg, 2 Remis, eine Niederlage. Erstmals seit etwa einem Jahr blieb der FC Bayern München in 2 aufeinanderfolgenden BL-Spielen sieglos. Auch damals geschah das während des Oktoberfests, 2:2 gegen Wolfsburg und 2:2 in Berlin. Bayern München blieb nur in 2 der letzten 37 Bundesligaspiele ohne Tor, beide Male gegen die Berliner Hertha, 0:0 und 0:2 ab. Die Bayern spielten in keinem ihrer letzten 6 BL-Heimspiele zu 0, das gab es zuletzt zwischen Mai 2008 und März 2009, damals in 12 Heimspielen am Stück. Mönchengladbach verlor nur eines der 6 Spiele in dieser Bundesliga-Saison, 2:4 bei der Hertha, und hat mit 11 Zählern 3 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Mönchengladbach traf in den letzten 12 Bundesliga-Partien in Folge, das ist zusammen mit der Hertha aktuell die längste Serie dieser Artikel. Eine längere Serie war den Fohlen im Oberhaus zuletzt 1992/93 gelungen, 13 Partien in Folge. Mönchengladbach gewann nur eines der letzten 14 BL-Gastspiele, 1:0 in Hannover am 24. Februar. Gladbach ist seit 8 Gastspielen sieglos, 4 Remis, 4 Niederlagen, eine so lange Durststrecke gab es zuletzt zu Saisonbeginn 2016/17, ebenfalls 8. Mönchengladbachs Alassane Plea traf in jedem seiner 4 Auswärtsspiele im Trikot der Borussia, beim 11:1-Sieg beim BSC Hastedt im Pokal 3-mal, in der Liga in Augsburg, Berlin und Wolfsburg je 1-mal. Mehr zum FC Bayern München.